könnt ihr dieses oder andere Spiele direkt bei Ineba deutlich günstiger. Der Link ist in der Videobeschreibung. Freunde, es gibt neue Community-Jobs in GTA Online und die schauen wir uns jetzt zusammen an. Wir starten hier rein, wir sind schon mittendrin im ersten. Ein Deathmatch, schaut's euch an, wie wunderschön bunt das hier ist. Mit dem ganz blauen Wasser. Ich fühle mich wie im Urlaub. Ich fühle mich wie im Urlaub. Ist ja völlig ein Traum hier. Nice, schussige Weste haben wir noch, perfekt. Mein Team führt 12 zu 4. Da hinten ist ein Jedi, Yeti, nicht Jedi. Jedi war was anderes. Yeti. Aha. Oh mein Gott. Ah, Digga, nimm doch den hier links. Ja, okay. Manchmal ist dieses automatisch anvisieren echt ein Problem. Boah, der wurde zersägt, der Jedi. Der Jedi-Yeti. Meint ihr, es gibt auch Yetis, die Jedis sind? Meint ihr, es gibt's? Safe eigentlich, oder? Hä, ich finde die Map übel wild. So, Hammer. Ah, oh, man kriegt auch jedes Mal volles Leben, wenn ich jemanden kille. Da lass mal schnell jemanden killen, weil ich habe echt nicht mehr viel Leben. Wäre schon geil, mit einer Nuller KD hier rausgehen heute. Aber ich glaube, das wird nix. Oh, ich brauche einen Kill. Ich bin so low. Oh, Matze, genau. Matze, schieß mal auf jemand anderen. Ja, nevermind. Schwierig. Schwierig. Titan-Luca, Hallöchen. Oh, Schusssichere erstmal nehmen. Wichtig und richtig. Ich finde es echt eine smarte Idee, hier mit diesen blauen Platten unterm Wasser. Weil dadurch sieht das so hell aus und so nice. Wie so ein Urlaubsparadies hier. Oh, das ist ein Spielverderber. Hey, du Frechdachs. Jetzt nicht mehr. Hat sich ausgespielt, der Spielverderber. Ja. Was sagt ihr jetzt zum Job hier? 1 bis 10. Ich weiß, viele mögen Deathmatches nicht so. Aber was sagt ihr hierzu? 1 bis 10? Eure Bewertung? 1 ist kacke, 10 ist wie immer beste. Ah, Luca, was geht? Okay, Danny feiert es nicht so. Fair. Guck mal, sie sind alle auf einem Fleck. Oh. 2 von 3 sind tot. Will haben Kill. Alter, hier werden alle Kills gesnackt. Frech. Frech, frech, frech. So, eine Minute haben wir noch Zeit. Finde die Map geil. Vor allem, wie gesagt, das Highlight, was ich hier sehe, ist das mit dem Wasser. Ich finde, das sieht so cool aus dadurch, dass es so hell ist. Oh. Oh, lad nach. Oh mein Gott. Au. So, aber ich habe wenigstens ein gutes. Die neuen Community-Jobs sind nur New Gen oder Old? Die dürften eigentlich überall sein, würde ich behaupten, oder? Die Community-Jobs sind eigentlich immer auf jeder Plattform, oder? Oder bin ich gerade lost? Triple, Digga! Triple Kill, Alter! Und dann hat mich der Matze geholt, du Frechdachs. Oh yes! So geht das nämlich. Hey, warum habe ich jetzt kein Leben bekommen? Oder wurde ich einfach schon wieder direkt beschossen? Oh, von rechts. Oh Gott. Ja. Hammer wäre, wenn Rockstar Games auf der Gamescom den zweiten GTA 6 Trailer veröffentlicht. Nee, Luca, ich sag dir, wie es ist. Das wäre überhaupt nicht der Hammer. Weil da bin ich nicht zu Hause. Und, kann ich. Geil wäre so 2 Wochen vorher. Das wäre perfekt. Also, und das ist ja gar nicht so unrealistisch. Also, zweiter Trailer wird nicht kommen, aber Screenshots halte ich für sehr wahrscheinlich. Also, ich bin ziemlich sicher, dass wir Anfang August GTA 6 Screenshots bekommen. Ist ja eigentlich ziemlich, ich würde sagen, schon so 80-90%. Holzer Spieler Wölfchen, das halte ich für ein Gerücht. So, was sagen wir zum Job? Jetzt final? Also, ich finde ihn eigentlich ganz geil. Ich fand ihn eigentlich echt ganz cool. Vor allem, wie gesagt, dadurch, dass es so, ja, hell wirkt. Sehr nice. Das sagst du jedes Mal, was sag ich? Ach, Wölfchen. Dass es ein Gerücht ist? Ja, ja, sowieso. Jan, was geht ab? Guten Morgen. So, schwere Panzerung. Was haben wir hier? Last Team Standing. 2 bis 10 Leute. Mach mal nur eine Runde, bitte, Philipp. Oder jetzt, obwohl, naja, 2 passt. Geht schon, alles gut. Müssen wir ein bisschen ranhalten. Dreifach Geld. Whole Dune. Bin mal gespannt, was das wird hier für ein Job. Welches GTA ist ja die geilste Story? San Andreas war schon sehr geil. Aber halt alt, ne? Also GTA San Andreas bräuchte halt mal ein komplettes Remaster. Das wäre krass. Keine Überarbeitung, sondern wirklich kein Remaster, richtig. Ich war GTA 5 aber auch sehr, Remake, ja, sorry, Robin, hast recht, Remake. GTA 5 finde ich aber auch eigentlich ziemlich geil. Ich bin ja im Moment ein bisschen so dabei, nebenbei Story zu spielen, weil ich ein paar GTA 6 Videos geplant habe. Und da packe ich GTA 5 Story Gameplay rein, weil ich finde, es passt einfach besser als online. Und deswegen zocke ich ja aktuell noch ein paar Jobs wieder und muss sagen, ich fand es sehr, sehr cool bisher. Also, wenn man es jetzt auch nochmal zockt, ich habe ja auch ewig nicht mehr gespielt, die Story. Es fühlt sich schon, also es ist einfach schon Vibe. Und jetzt auch mal ein bisschen älter zu sein, weißt du, dann verstehst du auch viele Jokes viel besser, die man damals vielleicht gar nicht so kapiert hat. Und ich war auch immer so einer, ich habe immer die Cutscenes geskippt. Weißt du, mir war das immer zu langweilig, ich wollte einfach zocken und nicht mit groß Cutscenes angucken. Wenn ich einen Film gucken will, gucke ich einen Film. Weißt du, was ich meine? Aber wenn man die halt mal guckt, dann versteht man die Story viel besser. Oh shit, oh shit, oh shit. Weg hier, weg hier, weg hier. Aha, so ein Ding hier. Kommt her, ihr roten Bösewichter. Puff. Oh, shit. Je. Uff. Und tschüss. Oh nein, ich sag tschüss, glaube ich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Boah, gerade doch gerettet. Puff. Gegen die Landmine, perfekt. Seemine. Seemine auf Land. Puff. Jawohl, hau deinen eigenen Teamkameraden raus. Sehr gut, sehr stark. Oh, ja. Auf ihn mit Gebrüll. Ja, in dem Sinne war das gerade. Nach dem Motto war es echt gerade. Red Black, guten Tag. Na, was klar bei dir? Ich habe die GTA 5 Story safe schon 5-mal durch, aber erst beim letzten Mal richtig verstanden. Ah ja, sag ja. Also wenn man jetzt ein bisschen älter ist und die Story nochmal spielt, versteht man die zum Teil viel besser, als man es damals vielleicht mit 13 oder sowas gemacht hat. Seit wann zeigst du dich? Schon immer. Also auf YouTube schon immer.
War ich direkt von Anfang an eigentlich mit Facecam. Also jetzt nicht im ersten Video, aber nach einem Monat oder so. Also, hab da nie großen Geheimnis drum gemacht. Schon immer. Ihr spielt auf PS5. So, Leute, paar letzte Chancen jetzt noch, schnell am Gewinnspiel teilzunehmen. So, und ich glaube, das hat mein Team gewonnen. Sehr gut. Stark. GG Chat. Letzte Gelegenheit, nochmal ein bisschen am Gewinnspiel teilzunehmen. Einfach mal Urlaub in unseren Twitch-Chat schreiben, dann habt ihr die Chance auf 20 Millionen GTA-Dollar. Ah ja, Reik. Man soll doch nicht immer über sich selbst reden. Skyline, was geht ab, mein Bester? Und nochmal der Hinweis, Leute, die einen Sub haben, haben dreifaches Glück beim Gewinnspiel. Dementsprechend, wenn ihr noch einen Prime-Sub frei habt, überprüft das doch gerne einmal. Dann könnt ihr kostenlos eure Gewinnchance erhöhen, den Stream supporten und euch ein paar mehr Vorteile sichern. Zum Beispiel Skyline oder Angelo oder so. Sehe ich, haben noch Prime-Subs übrig. Das wäre dann eine super Möglichkeit. Wolf, genauso wie immer. Wann ist Kamit? Heute, also jetzt nicht. Vielleicht heute Abend. Muss ich gucken, wie es mir dann geht. Mal gucken. Vielleicht streamen wir heute Abend nochmal. So, Rot gegen Weiß. Oh, scheiße. Ketchup oder Mayo, wer wird gewinnen? Ach du Scheiße, die wirklich nur so angetippt, die Semini, und es ging hoch. Frech. Ketchup oder Mayo, Freunde, wichtige Frage. Ich save Team Ketchup, hundertprozentig. Oder süßer Senf. Fair. Mayo, echt? Barbecue, fair. Lohnt sich das Kautionsbüro? Naja, finanziell nicht so richtig. Aber es bockt halt. Ist halt einfach neuer Content. Ne? Kann man wenigstens mal wieder neuen Content zocken. Hast du mal Mayo mit süßem Senf gemixt? Hammergeil. Boah, Digga, ist das so ein Sachsen-Ding? Ich glaube, Reik, das ist so ein Sachsen-Ding, oder? Süßen Senf mit Mayo. Pizza oder Burger? Oh, beides sehr wild. Ich würde sagen, es kommt echt auf den Anlass an. So auf Trüffel-Mayo. Fair, ja. Okay. Boah, Pizza, Burger ist schwierig, sag ich, wie es ist. Also ich würde sagen Schnitzel, ganz pauschal. Schnitzel ist immer die Lösung. Bin Sachs, du kennst das nicht. Ja, okay. Also doch nicht so ein Sachsen-Ding. Eher so ein Reik-Ding. Aber ich würde sagen, Schnitzel ist die Eins, ganz klar. Noch nie gehört. Hä? Einiges. Nee, Schnitzel, sag ich euch ehrlich, ist meine absolute Leibspeise. Schnitzel ist schon, kann was. Und geiles Wiener Schnitzel. Mir ist eigentlich relativ egal, ob Kalb oder Schwein, das ist mir eigentlich relativ Wurst. Aber wichtig ist mit Bratkartoffeln statt Pommes und Preiselbeeren. Das ist wirklich wichtig. Kaiserschmarrn ist auch wirklich, ist auch ein Banger. Safe. Kaiserschmarrn kann auch echt was. Boah, er hat einfach alle ausgetrickst. Käsespätzle ist auch verrückt, ja, safe. Oh, Digga, machen wir, geben Gas! Okay. Wiener Schnitzel muss schon vom Kalb sein. Ja, ein Wiener Schnitzel ist ja auch vom Kalb. Schnitzel Wiener Art ist ja Schwein. Aber ich sag ja, das ist mir relativ egal. Wenn das Schweineschnitzel trotzdem dünn genug ist, dann ist das okay. Das ist mir echt Wurst, da spare ich mein Geld. Aber wichtig sind Bratkartoffeln und Preiselbeeren, das ist wirklich wichtig. Das heißt nicht Käsespätzle, sondern Kasnocken. Digga, noch nie gehört. Kasnocken. Ist das so ein Österreich-Ding oder ist das so ein... Wo sagt man das? Mit oder ohne Soße? Schnitzel? Oh, Frankfurter Schnitzel ist sehr geil. Also mit grüner Soße. Das ist geil, das müsst ihr mal probieren, wenn ihr in Hessen seid. Das ist wirklich geil. Ja, Hauptsache Preiselbeeren. Wichtig. Österreich, ja, okay. Das ist noch nie gehört. Aber okay. Man lernt dir nie aus. Frankfurter Schnitzel ist das Beste, ne, Benni? Ja, Mann, du und ich. So nämlich. Ich habe das neue Auto mit F1-Reifen. Willst du abkaufen? Hab ich doch schon lange. Hab ich doch schon. Bestell mal in Wien Schnitzel mit Soße. Ladenverbot. Richtig so. Tss. Den LKW. Ach so, nee, brauche ich nicht. Alles gut, danke. Weizen oder Pilz? Bin generell, also, ja. Ich trinke selten Bier, muss ich sagen. Auch das wieder Anlass. Also es kommt so ein bisschen drauf an. Ich bin im Moment so ein bisschen auf dem Aperol-Trip, muss ich gestehen. So ein bisschen... Aber ich trinke wirklich sehr, 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 sehr wenig Alkohol. Also echt. Das Problem ist, ich werde alt. Ich habe dann immer 3 Tage Kater. Und dafür habe ich keine Zeit. Das ist das Problem. Deswegen lasse ich es einfach direkt. So, let's go. Rot gegen Weiß. Pommes gegen Mayo. Puff. Matze. Jawohl, die erstmal zusammen gecrashed. Wäre geil, wenn wir beide jetzt runtergefallen wären. Skyline United. Aus dem Weg. Oh, aus dem Weg. Scheiße. Ich habe sogar einen Kollegen runtergehauen. Ach, verdammter Wurstkäse. Boom. Aber ihn jetzt wenigstens auch. Ach, verdammt. Das war's mit dem heutigen Episode. Das war natürlich gerade, kontraproduktiv. Ich brauche mal eine neue Karre. Ist die Frage. Meint ihr, das macht Sinn? Ich kann Sneaky Peaky mit einem Roten schnappen. Und dann denken alle, aber dann denkt ja auch mal mein Team, ich wäre böse. Wisst ihr, was ich meine? Ja, deswegen, Murphy, das ist... Ich kann das nicht mehr. Ich bin alt, mein Junge. Ich bin alt. 3 Tage Festival, das geht nicht mehr. Ich brauche eine neue Karre. Die hier ist Schrott. Die ist echt Schrott hier. Ich brauche eine neue. Da muss ja noch einer übrig. Oh, fuck. Brenn ich? Oh, shit. Ja. Ah. Verdammt! Rip in Chat. Oh. Oh Gott.
Wie heißt die Crew? Julex Squad. Gibt's den neuen Mercedes jetzt? Nope. Erst in 2 Wochen oder so. Ich habe so viele nice Videos geplant für die nächsten Tage. Aber wenn ich halt irgendwie so tot bin im Hals, kann ich halt irgendwie nicht aufnehmen, ne? Ist halt kacke. Mal schauen. Meinung zu Once Human. Ich habe ja bei dir ein bisschen geguckt. Und auch noch bei ein, zwei anderen Gameplays angeschaut. Aber ist halt wieder so ein 08. Also, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist vom Genre her zu weit weg von GTA. Digga, er hat es aber überlebt. Lol. Ich glaube, es ist vom Genre zu weit weg von GTA. Okay, er ist auch raus. Das heißt, mein Team hat nur noch einen. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir machen jetzt noch einen Job und dann lösen wir das Gewinnspiel auf, ja? Wenn ihr also auf Twitch, wenn ihr auf TikTok seid und noch am Gewinnspiel teilnehmen möchtet, wenn ihr auf YouTube seid und am Gewinnspiel teilnehmen möchtet, kommt rüber in Twitch-Stream und schreibt dort in unseren Chat einfach einmal Urlaub rein, dann nehmt ihr schon am Gewinnspiel teil. Und wenn ihr unseren Stream kostenlos supporten möchtet, mitspielen möchtet und den Stream natürlich im Querformat haben möchtet, dann kommt gerne rüber auf Twitch. Wäre wirklich ein Riesensupport. Wir sind, wie gesagt, dabei, Twitch-Partner zu werden. Wir haben zwar erfüllt die Kriterien, aber jetzt müssen wir natürlich auch beweisen, dass das jetzt nicht nur so ein Einmal-Ding war, sondern wieder entsprechend. Das jetzt nicht nur so ein Einmal-Ding war. Das Ganze halten, nicht? Ganz, ganz wichtig. Dementsprechend helft uns da. Das wäre eine richtig geile Sache. Das wäre wirklich eine richtig nice Sache. Wird gerade geprüft. Hab gerade nochmal geschaut und verändert. Aber dauert auch so 2 Wochen oder so. In der Zeit müssen wir echt nochmal performen. So, Jungs, 50 Sekunden. 1 gegen 2. Wolfsblut, wir glauben an dich. Hau den ersten raus. Jawohl, nein. Muss noch überlegen, was ich am Mittag esse. Hackbällchenpfanne schon wieder. Ist gerade beim Rewe im Angebot übrigens. Hackbällchenpfanne, ich habe letztens, ich glaube, 12 oder 13 Tüten mir geholt. Hackbällchenpfanne von Frosta, beste. Frosta, falls ihr das seht und Bock auf ein Placement habt, Hackbällchenpfanne, beste. Schickt mir gerne ein paar Ladungen. Sarah, was geht? Burger wäre auch eine Aktion. Döner hätte ich auch Bock. Sehr ausgewogen deine Ernährung. Ja, ich esse seit 3 Tagen eine Hackbällchenpfanne. Aber es ist halt auch echt geil. Also es schmeckt gut. Ich strecke mir das dann meistens so ein bisschen mit Paprika oder so, wenn wenigstens noch irgendwas Frisches drin ist. Einfach ein paar extra Zwiebeln. 1 gegen 1. Wer holt das Ding? Jetzt haben wir verloren. Wieso? 47k, naja. Naja. Froster ist ein sächsisches Produkt. Ah, siehst du mal wieder was gelernt. Das ist auch geil, Digga. Dann hast du für 2,99. Okay, ich esse davon halt dann 2 Portionen, weil ich werde halt von einer bin ich so 2 Stunden satt und dann habe ich wieder Hunger. Du liebst meine Shorts. Oh, Sarah, das freut mich. Vielleicht schaffen wir es ja auch, dass du meine Streams anfängst zu lieben. Ja, die Art von Sumo fühle ich auch nicht. Nee, was geben wir dem Job? Ist ja auch einer der neuen. Ah, ich weiß nicht. Oh, Raik, ich muss dir noch was erzählen. Das kann ich nicht on-stream machen. Das ist politisch nicht ganz korrekt. Oh, ich muss doch mal so lachen. Oha, was ist das hier? Deathmatch Waterfall Arena. Oha, sieht übel krass aus. Schaut euch mal das Bild an. Das Vorschaubild. Ah, ja, okay, ist weg. Das sah übel geil aus. So, ich wette mal auf unser Team. Bin mal gespannt. Das ist schon das zweite Deathmatch. Das ist ziemlich Deathmatch-lastig dieses Mal. Sehr, sehr Deathmatch-lastig. Warum wusste ich an dem Outfit rechts, dass das Leon ist? Bei dem grünen Jackett. Das war mir so klar. So, Pump. Jawohl, so. Bisschen mehr Munition wäre aber noch ganz geil. Na, okay, nevermind. Gibt's nicht. Eine schusssichere haben wir noch. Brauche ich nicht. Gut. Wow, was ist das für eine Welt hier? Junge, stell dir mal vor, so eine Paintball-Arena. In dem Stil hier. Boah, das können wir uns auch mal für die Gamescom überlegen oder so. Paintball spielen gehen. Ey! Au. Moritz, das geht mal besser. Boah, das hat mir gerade so ein Leben gerettet, dass ich da runtergefallen bin. Boah, was ist das denn hier? Wer auch immer mich gerade gekillt hat. Lüge! Lüge! Also hier in dem Deathmatch merkt man, glaube ich, mal wieder richtig. High Ground ist halt einfach King. High Ground ist King. Boah, ich habe die Hoffnung, dass einer dahinter steht und ich den so richtig cool absnacken kann. Boah, kann ich einen Kill stealen? Oh, komm schon. Hey, was geht, Moritz? Moritz, mein Bester, wie geht's dir? Was geht? Schön, dass du dabei bist. Danke für deine 13 Monate. Alter! Es ist so unübersichtlich irgendwie. Also ich finde das Deathmatch, die Idee mit dem Wasserfall ist sehr, sehr geil. Aber die Umsetzung ist irgendwie ein bisschen schwierig. Spielt mit der Umgebung, Freunde. Ganz wichtig. Oh, ich muss Nase putzen. Geh in Deckung. Ach, Robin, verrat es doch nicht. Wir brauchen noch Aktivität im Chat. Dominik, guten Morgen. Wie geht's dir? Guten Mittag kann man ja schon fast sagen eigentlich. Ah. Der hat doch safe auch die Dings hier runtergestellt, oder? Das Leben. Weil irgendwie stirbt man so schnell. Aber alle. Wölfchen ist stärkster Spieler, ey. Lüge. Ach, Digga. Es ist so bug. So gefettfingert wieder hier. Kein Platz richtig zum Rollen. Ich hätte auf die andere Waffe wechseln müssen. Also die Location eben im Wasserfall ist geil. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber die Umsetzung ist zu eng alles hier. Dadurch auch hier so unsauber irgendwie. Weißt du, was ich meine? So. Hast mir jetzt gefolgt, Turbo? Bester Mann, Alter. Tubot. Danke dir für deine Unterstützung. Dankeschön, Manal, auch für dein Abo auf YouTube. Herzlich willkommen in der Community. Gleicher Fehler wie vorhin nochmal machen, lieben wir. Aber jetzt immerhin einmal geholt.
Ah, hätte ich mich nicht gerollt, hätte ich einen Kill gehabt. Ah, ja. Ja, sehr Deathmatch-lastig, irgendwie die Community-Jobs diesmal. Mein Kill gestealt. Frech. Oder ich ihm. Wir wissen es nicht. Ah, sehr gut. Teamwork. Ist ja auch ein Team-Deathmatch. Oh, schnell! Map sieht so aus, als wäre die Bewegung eingeschränkt. Ja, war auch nichts. Also die Map, oh, ich weiß nicht. Die Location ganz cool, aber irgendwie nicht so richtig. War irgendwie nicht so richtig. Chat, Bewertung 1 bis 10? 1 bis 10? Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Wie viele Jobs haben wir jetzt noch? Ja, okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch einen und damit lösen wir wirklich das Gewinnspiel auf. Da haben wir die Hälfte der Playlist. Nach der Hälfte können wir auflösen, oder? Wäre das okay? Chat, geben wir noch ein paar mehr Leuten irgendwie so ein bisschen die Chance, auch teilzunehmen. Let's go. Was haben wir hier? Ein Rennen diesmal. Oha. Great Salt Lake Desert. Haben die hier wirklich die gesamten See komplett zugemacht? Das sieht krass aus. Nils, das geht. Das sieht krass aus. Einen kompletten See trockengelegt. Ah, okay. Und das ist auch mit Dings hier. Mit Rennen, okay. Mit Autos. Rennautos. Verrückt. 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 Arthur, was geht? Schön, dass du da mit dabei bist. Gerade erst gesehen, dass du da bist. Guten Morgen. Guten Morgen, ohne Sorgen. Oh, warte mal, geht mein WLAN hier unten wieder? Nicht so richtig. Oh, ganz schön neblig hier. Aber denk dran, Julius, Stream weiterlaufen lassen, auch wenn du essen bist, gell? Wichtig. Wir brauchen es. Wir brauchen jeden. Oha, was hast du eingestellt, Philipp? Was für eine Startformation? Die schlechtesten ganz hinten, oder was? Und deswegen bin ich so schnell so weit hinten. Der dulligste ganz hinten. Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein, was ist kaputt? Mitte, mein Mittelteil. Für was ist der verantwortlich? Gar nichts, oder? Vorne und hinten die Spoiler, Front- und Heck-Spoiler merkt man natürlich krass. Aber die Mitte? 13. Oha. Ich dachte, ich wäre irgendwie besser. Ich dachte, ich wäre jetzt hier so 4., 5. Was ist die Mitte? Wir wissen es nicht. So, ein paar vorbei. 8. Guck mal, so schnell kann es gehen. Aber die Strecke finde ich ganz cool eigentlich. Weil die mal ein bisschen offen ist, so, weißt du? Oh, sorry. Das wollte ich nicht. Tut mir leid. Das wollte ich echt nicht. 3. 4. Wir sind so knapp hier an der Spitze dran. Gib mir Windschatten. Ja, das Rennen finde ich eigentlich ganz geil. Und Erster! So nämlich! So! Ja, solange Simon nicht mitfährt, hat man auch eine Chance. Sobald Simon da ist, ist es schwierig. Gegen Wölfchen habe ich ab und zu nochmal eine Chance. Nur bei Deathmatches nicht. So. Ist übrigens auch ein Ziel von mir bei der Gamescom, mit Rockstar mal zu quatschen, ob wir nicht irgendwie einen Cup zusammen machen können. Also in Kooperation wirklich mit Rockstar. Irgendein Event mit den größten GTA-YouTubern in Deutschland. Also hätte ich mal geguckt, dass Stretcher, Venom, ich... Yankee, IDZock, dass wir zusammen da sind und dann halt einfach so eine Art YouTuber-Cup machen in so verschiedenen Disziplinen. Wäre halt geil, wenn Rockstar das sogar sponsern würde. Das wäre natürlich ein Traum. Das Problem ist, sowas kann man nicht offiziell als GTA-YouTuber-Cup verkaufen, wenn Rockstar nicht mit im Boot ist. Wegen Copyright. Da darfst du ja theoretisch... Und wenn dann andere Sponsoren drin sind, kannst du das schon wieder nicht so nennen, wegen Markenrecht und sowas. Ein bisschen doof. iCrimex, ich habe mit Max keinen Kontakt. Nicht mehr. Schwierig. Oh, Digga, es ist ein knappes Ding hier vorne, wirklich. Wölfchen, die wirklich ganz, ganz knapp. Komm, gib Stoff. Ah, ich finde das Rennen eigentlich ganz geil. Ey, was war das? Wolfsblut. Ey, die ganzen Wölfe. Langsam nimmt es überhand hier mit den Wölfen. So, gutes Fahren setzt sich durch. Oh, gib Stoff. Ganzes Wolfsrudel, ja, ich merke schon. Wir geben Gas! Jawohl. Aber, Digga, ich muss mich so konzentrieren gerade. Ich will das gewinnen. Fürs Ego. Letzte Runde schon. Aber noch sieht's ganz gut aus. Wenn mir jetzt keiner das Heck wegdreht oder so. Ah, so viel dazu. Zu früh gefreut. Aber die Map sieht wild aus. Die gefällt mir echt gut. Und da ist das Ziel. Ach, oh, verdammt. Letzte Kurve verkackt. Ah, GG in Chat. Was sagen wir zu der Map? 1 bis 10 in Chat, Freunde. 1 ist kacke 10. Ich sag, wow. Ich find's eigentlich ganz geil. Also für einen Rennen ganz geil. Wir wollen mehr solche Jobs und Rennen. Wie meinst du? Im Stream zocken oder was, Julian? Oder wie meinst du? Ja, haben wir ewig nicht mehr, gell? Weil ich irgendwie immer so das Gefühl hab, wenn wir Open-Lobby-Action machen, das kommt besser an. Aber wir können definitiv mal wieder ein paar Jobs zocken zusammen. Ach, verdammt. Ich hätte gerne den ersten Platz geholt gerade. So knapp. Und auf YouTube, wir sind echt auf dem Weg, die 170.000 zu machen. Geisteskrank. Noch 70 Abos auf YouTube und wir haben 170.000. Mal wieder so eine Schwelle. Das ist echt verrückt. Echt gespannt. So froh, dass ich angefangen habe letztes Jahr mit den Shorts. Das hat uns den Kanal so nach vorne bewegt. Kann jedem nur empfehlen, der anfangen will mit YouTube. Nur Shorts. Normale Videos, völlig überbewertet. GTA ist scheiße geworden, wieso das? Oh, schon wieder ein Rennen. Noch ein Stunt-Rennen jetzt, okay. Was ist das hier für eine Kategorie? Ja, safe. La Coruisse ist so krass in Rennen. Bald sind es 200.000. Ey, wir werden vielleicht sogar noch dieses Jahr so unglaublich viele Rekorde noch haben. Also neue Steps schaffen. YouTube 200.000, TikTok 100.000, Insta 20. Also es ist wirklich, es ist vieles so, sind wir auf einem guten Weg hin.
Das ist geil, das freut mich, weil nach, ich glaube, 2 oder 3 Jahre habe ich halt mit YouTube kein einziges Abo gemacht. Also da hatte ich, glaube ich, in 3 Jahren 2000 Abos oder so, sind gar nichts. Und durch die Shorts jetzt geht es einfach endlich mal wieder nach vorne so, weißt du, was ich meine? Und das war halt auch echt demotivierend eine Zeit lang. Und jetzt ist es echt wieder nice. Das freut mich. Warum starte ich ganz hinten? Das finde ich frech. Och, Digga, und dann können die Leute kein Auto fahren. Okay, jetzt mal wieder ein klassisches Stuntrennen. Ah, Gewinnspiel. Ah, verdammt, ja. Wölfchen, wartet da gleich mal bitte einen Moment mit Job starten danach. Damit wir das Gewinnspiel schnell auflösen. Ja, hast recht, sorry. Nils, meine Schuld. Ja, habe ich vergessen. Fair. Ah. Oh, komm schon. Rückwärts, ich fahre das Rennen rückwärts. Ah, Beauty Sweet. Dankeschön für dein Abo auf YouTube. Ich fand immer den Julex Cup cool, aber den mochte ja keiner. Ja, Zuschauerzahl war da immer ein bisschen schwierig, Julex Cup. Leider. Vielleicht müssen wir es ein bisschen erweitern, dass es halt nicht nur Formel-1-Rennen, sondern halt auch normale sind einfach oder so. Weil es war ja, glaube ich, Julex Cup hatten wir ja eigentlich traditionell immer nur Formel-1-Rennen, oder? Oder waren da nicht, oder war das schon immer gemischt? Weiß gar nicht. Was war der Julex Cup? Kann ich dir gleich zeigen. Sekunde. Ah! Bist du bereit? Dann schnall dich an, denn es wird schnell. Beim Julex Cup ermitteln wir die schnellsten und besten Fahrer aus der Community. Zum Warm-Up treffen wir uns immer beim Car-Meet, um die neuesten Fahrzeuge zu handeln, Inspiration zu sammeln und die letzten Tunings anzupassen. Und dann geht es auch schon los auf die Rennstrecke. Der Cup besteht aus insgesamt 5 Rennen, 4 Unbekannten, die immer unterschiedliche Rennen in den verschiedenen Fahrzeugklassen sind und dem traditionellen Julex Cup-Rennen. Sieger werden in 2 Klassen ermittelt. Erstens die meisten Julex Cup-Siege insgesamt. Also sei auf jeden Fall bei jedem Cup dabei, um deinen Vorsprung zu verteidigen. Zweitens die schnellste Zeit im Julex Cup-Rennen. Dieses Rennen fahren wir jedes Mal in jedem Julex Cup und du kannst dich jedes Mal verbessern. Die Gewinner werden sogar auf der Webseite preisgekrönt und ernten dort Ruhm und Ehre. Also poliere deine Spiegel, entlüfte deine Bremsen und hobel den Lack, denn es wird heiß. Digga, das ist aber eine tricky Stelle hier. Frech, bin ich gerade eben links einfach ins Loch reingefallen. Oh nein. Genau, das war der Julex Cup. Haben wir eine Zeit lang gezockt. War ich ganz cool immer. Also ich habe den immer gefeiert. Aber Leute, nicht so, ist er insgesamt nicht so gut angekommen. Weiß nicht. Ich glaube, viele einfach, die kein Rennen mögen. Mal schauen. Vielleicht machen wir den auch demnächst mal wieder. Tschüss. Oh, aber ich habe einen Treuepunkt bekommen. Gott sei Dank. Vierter, wie kann ich denn Vierter sein? Ich hatte eben ungefähr 6 Respawns oder so. Wie kann ich denn letzter, Vierter sein? Geht doch gar nicht. Mathematisch nicht möglich. Dritter. Lul. Findest du Driftrennen sehr geil, aber wir zocken die leider zu wenig, weil halt nur so wenig Leute mitmachen können. Das ist so ein bisschen das Problem. Ansonsten sehr nice. So lang. Wann musst du gehen? Um 30 ungefähr. Komm jetzt nicht auf 5 Minuten an, aber ich muss noch meine Sachen packen, mich kurz aufs Vorstellungsgespräch nochmal vorbereiten. Habe ich schon ein bisschen, aber ich muss nochmal ein bisschen. Ne? Vor allem das Gespräch dauert nur eine Viertelstunde, 20 Minuten. Es geht sau flott. Aber dafür muss ich halt jetzt, ist halt so mitten am Tag, das ist halt ein bisschen nervig. Oder was heißt, ist ja eigentlich kein Vorstellungsgespräch, sondern ein Übernahmegespräch. Bin ja schon bei der Firma. Geht jetzt nur darum, wenn ich jetzt mit meinem Bachelor fertig bin, ob ich übernommen, also das, ich werde ich übernommen, aber die Frage ist halt, welche Abteilungen sind. Da will ich natürlich einen guten Eindruck machen. Und geht erstmal krank hin, jetzt, go, Alter. Mal gucke, dann kann ich heute Nachmittag weiter am GTA 6 die arbeiten. Was für eine Arbeit mache ich da? Im Produktmanagement. Einer von einem Maschinenbauunternehmen. Oh mein Gott. Gut gefangen beim Rad. Welcher Rad? Hier so, pfiuh, nur mit einem Rad drauf, oder was? Roman, guten Tag. Vierter. Ich werde aber auch nicht besser als der Vierte, ne? Es hängt immer nur am Vierten. Viel Erfolg fürs Gespräch. Danke dir, mein Lieber. Ja, Oxum, ich war sehr angetan von deiner Präsentation. Ich dachte endlich mal so einer, der ein bisschen Konzept hat in seinem Zeug. Echt stark. Oxum hat mir nämlich die gesamte Präsentation, ich weiß nicht, so 30 Seiten oder so geschickt, mit Sachen, die er gerne Verbesserungspotenzial sieht auf dem Kanal und auch im Merchandise-Shop und so. Und mit möglichst verschiedenen Lösungsansätzen und was da die Vor- und Nachteile sind und so weiter. Also wirklich sehr stark und direkt Anleitung zur Umsetzung. Also wirklich hat man gesehen, du hast dir Mühe gegeben. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Sehr positiv aufgefasst. Wie schon gesagt, wenn du nur eine Stelle suchst, melde dich. Aber ich glaube, du bist bei Stretchy Bert ein bisschen sehr stark eingespannt. Kenan, Hallöchen. Oma! Aber wieder Kontrollpunkt bekommen, sehr gut. Wie lange ist das Gespräch? 20 Minuten nur. Also im Kalender steht nur 20 Minuten. Also relativ flott. Sollte, wie gesagt, am Montag sein, aber da ist einfach keiner gekommen. Schade. Saß ich da im Teams-Meeting und war alleine. Ach, jetzt neue Chance, komm schön. Komm schön. Oh, Präsentationen in der Schule habe ich immer gefeiert. War ich immer gut. Da war mir eigentlich immer eine gute Note sicher. Außer einmal, da habe ich eine Präsentation in Deutsch gemacht. Über, was weiß ich was. Weil ich mir dachte, Präsentation, das sind mein Ding. Und da wollte ich mir eine 4 reinknallen. Vor allem, mein Vater ist Deutschlehrer. Der war da etwas enttäuscht, etwas entgeistert.
Aber es war halt über, ich weiß, was war denn das? In der Oberstufe, Emilia Galotti oder wie die hieß. Keine Ahnung, was es da ging. Ich habe nie in der gesamten Oberstufe, selbst über da, wo ich die Präsentation drüber gehalten habe, nie mal ein Buch gelesen in der Schule. Nie. Fand ich grauenhaft. Selbst Faust oder so, nie gelesen. War zwar prüfungsrelevant, nie gelesen. Gar keinen Bock. Haben immer nur den Lektüre-Schlüssel geholt. Also direkt da, wo drinsteht, wie das zu deuten ist und wie das zu verstehen ist. Weil wofür brauche ich dann den Original... Ach, Junge! Den Originaltext. So, let's go. Siebter. Jetzt werde ich wieder schlechter, das ist schlecht. Okay, aber die ersten beenden das Rennen. Ice looks stark. Fünfter. So, GG in Chat. Gut, ich würde sagen, wir lösen mal das Gewinnspiel auf, oder? Jo, machen wir, Philipp. Machen wir. Okay, letzte Chance nochmal am Gewinnspiel teilzunehmen. Wir verlosen auf Twitch gerade 20 Millionen GTA-Dollar. Letzte Chance, da nochmal schnell teilzunehmen. Einfach einmal Urlaub in den Chat schreiben und dann nehmt ihr teil. Oder einen Sub dazulassen, nochmal zu überprüfen, ob ihr nicht doch einen Prime-Sub noch frei habt. Kenan zum Beispiel. Einfach Ausrufezeichen Prime in den Chat und dann habt ihr dreifaches Glück. So, ansonsten würde ich sagen, wir losen wieder dreimal aus. Der dritte gewinnt. Der erste, der also nicht gewinnt ausdrücklich. 79, oder beziehungsweise anders, 70 Leute haben teilgenommen. Dreifaches Glück für Subs und einfach Urlaub in den Chat schreiben. Der erste, der ausdrücklich nicht gewinnt, ist Lucky Luke. Schade. Der zweite, der ausdrücklich nicht gewinnt, ist Axtar. Da hat er nochmal geschrieben. Unlucky. Und der dritte und damit unser Gewinner von heutigen 20 Millionen GTA-Dollar ist Wölfchen! Woo! Stark, mein Lieber. Herzlichen Glückwunsch. Dir gehören, wenn du das möchtest, natürlich 20 Millionen GTA-Dollar. Gibt's weiter. Ja, gut, dann nochmal. Buff. Dennis, mein Lieber. Bist du da, Dennis? Dennis. Ja, erstmal Ehre in Chat, Freunde. Haut mal ein paar Herzen in Chat für Wölfchen, der seinen Gewinn nicht haben will und den weitergibt. Erstmal dafür Ehre in Chat. Und einfach mal so gewinnen. Ach, ah ja. Um zu beweisen, dass es auch funktioniert, ne? Ja, ja. Bist du da, Dennis? Wir müssen uns ein bisschen beeilen, sonst geht der Job gleich wieder los. Bist du da? Ich würde sagen, wir geben dir noch ein paar Sekunden. Ansonsten losen wir neu aus. Gut, nicht da. Wird neu ausgelost. Taylor, bist du da? 20 Millionen GTA-Dollar für dich, oder bist du nicht da? Du. Digga, wo sind die denn alle? Frech. Ich würde sagen, ein Countdown hat er noch Zeit. Uff. Nö, auch nicht. Dann Julian Play, bist du da? Yes! Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Die gehören 20 Millionen GTA-Dollar. Meld dich bitte einfach einmal im Ticket-Support auf Discord und da klären wir dann alles weitere. Sehr schön. Philipp, kannst starten. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. 20 Millionen gehören dir. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr noch da am Start bleibt. Wir fahren jetzt hier noch zwei Rennen oder so. Philipp, mach aber echt kurz, gell? 5 Minuten. Boah, wir haben jetzt schon 30. Echt dranhalten. Komm, let's go. Schauen wir uns die Jobs noch schnell fertig an. Komm. Ah, ich muss noch Dusche, Zeug packen, kurz Sachen überlegen. Also, wir verlosen regelmäßig. Dementsprechend. Bloß kein Stress. Einfach im nächsten Stream wieder am Start sein. Oha, was ist das denn? Was ist das denn hier? Oh je. Was müssen wir? Erobere und verteidige den Zielbereich, um Punkte zu sammeln. Ah, man kann auch wechseln. Ja, okay. Okay, wir müssen den ganz schnell einnehmen hier. Oh, fuck, die haben Rap-Buggies. Ja, okay. Rap-Buggy ist natürlich Cheating. Aber uns gehört das Ding noch. Noch sind wir... Ja, never mind. Müssen wir nur noch mal kurz das Ding hier wieder erobern. Jawohl, blau. Ja, okay, Rap-Buggy und Phantom Wedges sind natürlich... Junge, was ist das denn für ein Job? Komm, blau. Blau, ja. Komm schon. Blau, sehr schön, weiter. Gut, Leon. Gut. Nein, nicht gut. Oh, hier der blaue Ramp-Buggy muss da einmal rein. Jawohl. Junge, ist das ein Krampf hier. Gott. Oh Gott. Meine arme Karre hier. Schöne Eislooks. Guter Einsatz. Wo sind denn unsere ganzen Ramp-Buggies? Ich hole jetzt auch einen. Reicht. Buff. Leon vernichtet einfach jemanden wild. Ah, man kann auch respawnen. Ah, ne, das spawn ich aber nur da. Junge, meine Karre ist aber auch wirklich völlig Schrott schon. Okay, aber blau, bisher läuft es ganz gut für uns. Ich brauche einen Ramp-Buggy. Das gefühlt schon am besten. Oder Phantom Wedge. So, Achtung, jetzt kommt das Alien. Let's go. Junge, wie das da vorne aussieht. Oh yes, aus dem Weg, Kinder. Man kann halt mit einem Ramp-Buggy keinen Ramp-Buggy wegrampen. Aber man kann sich, weil man so flach ist, natürlich gut da hierhin verbunkern. Ja, schön. Uff, außer Gefecht. Aber egal, unser Team hat gleich gewonnen. Komm schon. Blau, let's go. Oh, jetzt habe ich wieder die Dreckskarre hier. Ja, komm, blau, ganz knapp. Blau hat's ganz knapp. Ja, yes. GG in Chat. Gut. Was sagen wir zum Job? 1 bis 10 in Chat? Ah, schon sehr chaotisch, gell? Schon sehr, sehr chaotisch. Aber witzig. Sehr chaotisch. Aber kann man mal zwischendurch ein kleines Ründchen spielen. So, 10, 9, 8, 7. Du findest das witzig, das ist doch wichtig, Matze. Wichtig und richtig. Knack, knack macht's. Was haben wir hier? King of the Hill, ja, 5 Minuten kriegen wir noch hin.
Dann Abfahrt. Mach Teamausgewogenheit an, sonst... Ja gut, dann ging es halt einmal ein bisschen schneller. Go, let's go. Oh, Freunde, ich bin so hyped. Ich freue mich so, wenn wir die nächsten Tage mal mehr streamen. Und vor allem, wenn wir jetzt bald endlich mal wieder was zu GTA 6 hören. Weil dann geht irgendwie, habe ich immer so das Gefühl, dass das dann so ist so ein bisschen der Grund, warum ich überhaupt YouTube mache. So die ganze Zeit hier rumgedümpelt ist zwar lustig und schön und macht Spaß, aber so richtig Motivation hat man halt, wenn es Content gibt, den man auch zeigen kann, ne? Und sich nicht immer irgendwas aus den Fingern ziehen muss. Und da freue ich mich so enorm drauf, wenn es wieder GTA 6 Content gibt. Ja. Und Freunde, wir sind ganz, ganz kurz noch, das ist jetzt der letzte Job. Kommt dafür bitte nochmal rüber auf Twitch, falls ihr wechseln könnt, weil wir sind jetzt wieder mal unter unserer kritischen Zahl von 80 Zuschauern. Dementsprechend, bitte, bitte, bitte kommt rüber. Zock jetzt hier noch 5 Minuten, ziemlich genau. Das wäre klasse. Wirst du GTA 6 Let's Plays machen, wenn es rauskommt? Ja, Stream halt. Ne? Stream. Die Zeit der Let's Plays ist zu Ende, mein Lieber. Aber Streams. Ja. Erstmal Jahresurlaub, einen Monat freinehmen. Ah, nee, ich bin ja Student. Hoffentlich kommt's und wird's nicht verschoben. Da bin ich noch auf entspannt Student und dann. Ich sehe gar keine Gegner. Wo sind die denn? Das war's schon. Ja, gut, das ging flott. Ja, perfekt. Aber passt ganz gut in unseren Plan. Und dementsprechend, Freunde, was sagen wir zum Job? War irgendwie schwierig jetzt zu gucken, ob das nice war oder nicht, ne? War so schnell zu Ende. Freunde, das soll es jetzt aber mal mit dem heutigen Video gewesen sein. Wenn ihr wissen möchtet, was in der Eventwoche alles heute neu war, checkt mein YouTube-Video ab. Das habe ich heute Morgen schon pünktlich um 7.30 Uhr hochgeladen. Wenn ihr es euch nicht interessiert, schreibt trotzdem einfach in den... Könnt ihr ja mal unter das Eventwochen-Video Hashtag Stream oder so schreiben. Wenn ich mal sehe, wer da vom Stream rübergekommen ist. Würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten, ja, sehen wir uns vielleicht heute Abend noch im Stream. Ich muss gucken, wie es mir geht. Aber ich denke spätestens morgen. Und ja, schön, dass ihr mit dabei wart. War ein sehr nicer Stream, hat Bock gemacht. Neue Community-Jobs, sehr PvP-lastig. Ich glaube, das Highlight von den Community-Jobs war das F1-Rennen. Und das Stunt-Rennen war eigentlich auch ganz cool. Und ja,